Der Fotograf Roman Nowitzki hat ein Auge für den Tanz. 3, 2, 1, go! Das ist kein Wunder, denn bis vor kurzem war er selbst noch Tänzer beim Stuttgarter Ballett. Drei, zwei. Mit 38 Jahren hat er seine Bühnenlaufbahn abgeschlossen, ja, wie die meisten Tänzer seines Alters. Yes. Jetzt startet er mit Vollgas in ein zweites Leben. In das eines Fotografen. Ja, okay, okay, now. Three, two, one, go. Im Kraftraum der John Cranko-Schule findet man Roman Nowitzki regelmäßig. Hier, wo hochmotivierte Jugendliche sich auf ihre Ballettkarriere vorbereiten, bereitet er die seine nach. Ich mache das, weil ich liebe Bewegung, ich liebe auch diese Krafttraining. Aber wenn ich hier bin, das kommt immer so, diese Momente, ich tanze noch. Das kommt die Momente, ich mache den Krafttraining und inzwischen die Ideen kommen, so für eine Choreografie oder so, und ich immer so bewege, ich immer tanze ein bisschen. Das ist immer gut. Das, ja. Mit dem Tanzen einfach so ersatzlos aufzuhören, kommt für ihn nicht in Frage, schon rein körperlich. Balletttänzer sind Leistungssportler, die regelrecht abtrainieren müssen. Und in Roman Nowitzkis Leben spielte der Sport schon immer eine Schlüsselrolle. Schon bevor ein Sportlehrer ihn fürs Ballett entdeckte. Ich wollte immer Leichtathletik machen, so Rennen, Springen oder so, als mein Vater oder Großvater. Das war mein Traum. Und ja, ich war 100% sicher, ich wollte nicht Ballett machen, wie in meinem Leben. Etwas ist passiert, dass ich war im Tanzkonservatorium eigentlich. Okay, ich dachte, ich bin jetzt hier, ich mache diese klassisches Training, aber das ist gut für meinen Körper, ich trainiere, das ist alles gut, Kondition. Und dann später, 2, 3 Jahren, ich könnte noch dann Leichtathletik machen. Für den Balletteleven Widerwillen kam es jedoch ganz anders. Nach seiner Ausbildung am Konservatorium in Bratislava wurde er vom Nationalballett der Slowakei direkt als Solotänzer engagiert. Mit seiner Wenn-schon-denn-schon-Haltung hatte er alle anderen hinter sich gelassen. Ein paar Jahre später schaffte er den Sprung nach Stuttgart an ein Weltklasse-Ballett. In Bratislava war für ihn alles irgendwie zu schnell gegangen. Dafür waren die Entwicklungsmöglichkeiten bald erschöpft. Eine Mitschülerin vom Konservatorium gab ihm den Tipp. Nowitzki tanzte vor, wurde Mitglied des Stuttgarter Balletts und blieb es bis vor einem Jahr. Das war mein Leben. Jeder Tag, die Vorstellungen, die Vorbereitung, dieser Fokus. Man muss hart arbeiten, vorbereiten, die Technik lernen, viel proben, dann ist die Vorstellung, die Lampenfieber, Stress. Da gibt es dazu immer Adrenalin, dann das läuft gut und das Applaus, Erfolg, das sind die Gefühle, das sind die Emotionen, das ist groß. Hin und wieder tanzt er noch immer kleine Rollen. Wie jene des Monsieur Duval in John Neumeyers Kameliendame. Ein Vater besucht die tragische Geliebte seines Sohnes. Hin und her gerissen zwischen Zorn und Mitleid. Thank you.
charakterstarke Rollen mit hohem Anspruch ans darstellerische Können waren seine Spezialität, für die er all die Jahre viel Applaus erhielt. Ich musste auch eine neue Identität so suchen. Das war die neue Sache für mich, dass ich bin nicht mehr Tänzer. Nach 20 Jahren als Tänzer im Theater, oder 28 insgesamt mit der Schule. So, ich bin nicht mehr Tänzer und das war, ja, seltsam. Zwischen seiner alten Profession und seiner neuen liegen heute Abend nur Sekunden. Denn da gibt es eine Szene, gleich nach seinem Abgang, die er unbedingt fotografieren will. Nowitzki ist für alle hinter der Bühne einfach der Kollege mit der Kamera, schon seit Jahren. Niemand nimmt Notiz davon, dass er wieder einmal Bilder macht. Und niemand kommt dem Geschehen auf der Bühne, das er Schritt für Schritt auswendig kennt, so nah wie er. Natürlich, das hilft mir sehr, dass ich weiß, die Posen, die Bewegung, das Gefühl. Mein Gefühl ist mit Tänzern. So jetzt beim Instinkt, ich kann viel fühlen, die Bewegung. Und das ist gut für mich, weil ich kann dann denken vorher. Und das ist auch wichtig für mich. Schon alleine, um den Schlussapplaus nicht zu versäumen. Und der fällt heute, wie so oft beim Stuttgarter Ballett, begeistert aus. Ich glaube, für viele Tänzer, das ist eine so Droge. Und es ist wirklich so, nach Jahren, man ja, ist daran gewohnt. Ich liebe Ballett, ich liebe Tanz, ich liebe das Theater sehr. Aber das war nicht das Einzige in meinem Leben. Das ist gut eigentlich auch für diese Transition. Hoppa! Dass sein Sohn genauso sportbegeistert ist, wie er es war, ist für den Familienmenschen Nowitzki Glück und Herausforderung zugleich. Am liebsten hätte der junge Mann seinen Vater den ganzen Tag für sich zum Fußballspielen. Post für Nowitzkis. Die Muster der Kalender sind gekommen. Zum fünften Mal ist Roman der offizielle Fotograf des offiziellen Stuttgarter Ballettkalenders. Lukas will auch gucken. Schließlich kennt er alle Tänzer und Tänzerinnen. Eine sogar besonders gut. Mati und Mama. Auch die Mama, Miriam Katscherowa, tanzt beim Stuttgarter Ballett als erste Solistin. Sie und Roman kennen sich schon vom Konservatorium in Bratislava. Sie war es, die ihm den Tipp gegeben hat, der ihn nach Stuttgart brachte. Die Kalender durchzublättern ist ein besonderer Moment. Die Bilder werden zu anfassbaren Gegenständen. Eine Seltenheit in Zeiten digitaler Fotografie. Es ist ganz speziell, muss ich sagen, immer wieder. Und wenn ich meinen Namen sehe, so hier, und das Stuttgarter Ballett und Ballettsaal, das ist eigentlich sehr schön. Ja, ich bin stolz darauf. An den Wänden aber gibt es bei Nowitzkis ausschließlich Familienbilder. Davon aber jede Menge. Das ist so ganz natural gekommen, das sind nur so Familienbilder. Wir haben auch viele von den Vorstellungen und auch, wir haben auch die Plakate. Man könnte hier wirklich so alles kleben. Ja. Was nicht bedeutet, dass er nicht einige der zauberhaftesten Fotografien von seiner Frau als Ballerina aufgenommen hätte.
Wie ihr Mann wird sich auch Miriam Kacharova beruflich bald neu erfinden müssen. Zuvor steht allerdings erst einmal die Geburt des zweiten Kindes an. Ich liebe Tanz und Ballett und war mein ganzes Leben. Und jetzt, ich spüre, dass das natürlich Ende kommt. Aber dieses Welt zu lassen, ich kann spüren, es ist nicht einfach. Ja. Aber natürlich jetzt mit, mit Schwangerschaft und alles, das ist auch so ein bisschen mehr naturell. Das kommt einfach so. So gelassen die Nowitzkis den nächsten Schritt auf ihrem Lebensweg angehen, so dramatisch waren sie zusammen auf der Bühne. The Hours war Romans erste Arbeit als Choreograf, in die viele Aspekte ihrer Paargeschichte eingeflossen sind. Das war noch gut. Das war Anfang. Noch gut, ja. Zusammen im Studio zu arbeiten, hat es Spaß gemacht. Und erster Versuch. Mein erster wir haben Versuch. So Stunden im Studio. Miriam wollte einfach helfen. Das war ein Experiment. Ein äußerst erfolgreiches Experiment, dem viele weitere Choreografien folgten. Die jüngste mit einem internationalen Preis gekrönt. Viele liebäugeln mit der Choreografie am Ende ihrer Tanzkarriere. Der Konkurrenzdruck ist auch hier enorm. Wir wissen den ganzen Zeit, es kommt Ende. Und die Karriere ist kurz. Und das weiß man von Anfang an. Es ist nicht so plötzlich, oh, muss ich morgen aufhören. Wir sind mit den Füßen auf dem Boden, sagen wir in der Slowakei. Wir leben so realistisch. Wir wussten, dass das kommt. Also ich mit Roman habe keine Angst. Also ich denke, so mit jemand mit Skills von Roman. Heute sind Roman Nowitzkis Skills an einem ungewohnten Ort gefragt. Im Tennisstadion. Vor dem Finale eines Weltklasse-Turniers wird eine kleine Gruppe des Stuttgarter Balletts einen kurzen Auftritt auf den Sandplatz legen. Tanzkompanie und Sportereignis haben denselben Sponsor. Getanzt wird eine frühere Choreografie von ihm, die nun an die Gegebenheiten angepasst wird. Das Licht in der Arena wird gesetzt. Vor allem aber müssen sich Tänzer und Tänzerinnen an die Platzverhältnisse gewöhnen. Die Situation ist ganz anders wie normal im Theater. Das ist alles ein bisschen so spontan und flexibel und kann ändern sich auch. Am Ende aber muss alles präzise stimmen. Die kleine Truppe hat Aushängeschildfunktionen, auch und vielleicht gerade vor dem Tennispublikum. Ich denke, das ist eine schöne Sache, auch für dieses Publikum. Vielleicht die haben nie vorher Ballett gesehen, die waren nie im Theater. So, das ist auch eine schöne Möglichkeit, was zu sehen. Zurück am Theater, wieder als Fotograf. An einem jener zahllosen, geheimnisvollen Orte, die dem Publikum ewig verborgen bleiben. Die schmale Eisentreppe führt im Portal nach oben, auf die Beleuchtungsgalerie hoch über der Bühne. Von hier oben geht der Blick fast senkrecht abwärts auf alle, die dort unten, weit unten tanzen. Kenneth MacMillans berühmtes Requiem steht auf dem Programm. Feierlich und beinahe überirdisch schön. Wie gemacht, um von ganz oben angeschaut zu werden. Thank you.
Mit seinem Blick von der Beleuchtungsgalerie nimmt Nowitzki dem Geschehen auf der Bühne endgültig jede Schwere. Und während den Tanzenden weit unten der Applaus entgegenrauscht, packt er in aller Stille seine 7 Sachen. Aber selbst der Artist in Residence des Stuttgarter Balletts erledigt seine Arbeit manchmal schlicht vor dem Computer. Neben der großen Kunst steht jede Menge Kleinarbeit in seinem Pflichtenheft. Porträtaufnahmen retuschieren, den Internetauftritt mit Bildmaterial versorgen, Videoaufnahmen machen. Alles miteinander dicht gepackt zu einem Arbeitsplatz speziell für ihn. Gelegentliche Auftritte und Choreografien inklusive. Ein Künstler, der nicht nur da, sondern für alles da ist. Eben ein Artist in Residence. Stressig, aber für den Übergang perfekt. Ich wusste nicht vor einem Jahr, was wird passieren. Ich war nicht sicher, was das ist. Was ist Artist in Residence? Genau. Ich wusste, dass ich muss die Fotos, Videos machen. Aber ich wusste nicht, wie viel, was kommt. Es ist sehr viel gekommen. Und dann muss es eben auch plötzlich wieder große Kunst sein. Auf Knopfdruck. Timing ist alles. Du hast das Gefühl, wenn das Moment ist gekommen, wenn das Foto, die Pose oder die Komposition ist da. Das kann auch dauern. Ja, natürlich. Manchmal das kommt gleich, das ist ein Glück. Und manchmal, du musst ein bisschen so kämpfen. Dass er dabei tagtäglich ein paar der großartigsten Tänzer und Tänzerinnen der Welt vor seiner Kamera hat, ist Nowitzki voll und ganz bewusst. Vielleicht sogar noch mehr als in der Zeit, in der er selbst mit ihnen auf der Bühne stand. Und in Momenten wie diesen hat Roman Nowitzki den Stress völlig vergessen. Ich komme ins Theater und ich fühle mich so glücklich. So, ich bin glücklich, dass ich komme hier und ich mache etwas, das fühlt sich nicht als Arbeit. Ich habe gekämpft viel als Tänzer und Fotograf und das ist eigentlich nicht einfach. So, auch tanzen, auch fotografieren. Jetzt ist alles gut. Ich bin glücklich, wo ich bin. Sich von diesem Glück davontragen zu lassen, kommt trotzdem nicht in Frage. Die Ausbeute des Tages kritisch in Augenschein zu nehmen, zählt zu seinen wichtigsten Routinen. In den nächsten Kalender werden es nur solche Bilder schaffen, die auch die Prüfung durch den strengsten Kritiker bestehen. Und der heißt Roman Nowitzki. Ich habe natürlich viel so allein gelernt mit Fehlern und dann nochmal und dann nochmal und Stunden dann probieren. Ich immer lerne viel mit diesen Situationen. Ich immer lerne. Jede Fotoshooting, ich habe etwas gelernt. Ein Verfahren, das ihn erstaunlich weit gebracht hat.
ich bekomme die Inspiration von Tänzern viermal. Ja, das ist auch so. Wenn da gibt es gute Laune und es ist auch ein bisschen Spaß, das ist viel besser immer. Was für die Choreografie genauso gilt. Die Änderungen von gestern, die funktionieren so nicht. Sorry. Wer macht die 7? Okay, und du, Matteo, machst die 8. Das ist alles immer noch ein bisschen unklar, wie immer. Die Bewegung, die muss auf jeden Fall richtig scharf sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei der nächsten Probe zu Impuls, dem Stück, das für die Tennisplatzvorstellung eingerichtet wird, ist die Laune jedenfalls ausgezeichnet. Treble, treble. Die Größe der Tanzfläche ist klar, die Strecken, die zurückzulegen, sind bekannt. Move. Jetzt ist es Zeit, im Ballettsaal an die tänzerischen Feinheiten zu gehen. Unter der Leitung des Choreografen Roman Nowitzki. Yeah. Für die Truppe ist der ehemalige Kollege plötzlich eine Art Vorgesetzter. Steeper, steeper. Good guys, yeah. I mean, he's very chilled and also, er ist wirklich total entspannt und einfach nett zu allen. Du musst natürlich trotzdem professionell bleiben, klar. Aber mit ihm ist es wirklich locker. Es ist super angenehm mit ihm. Er ist eine so unkomplizierte Person und er war so viele Jahre ein lieber Kollege. Es ist toll. Und für Nowitzki? Wie verträgt sich das, einmal Choreograf zu sein und einmal Fotograf? Im selben Saal, in raschem Wechsel. Ich habe viele Möglichkeiten zu lernen, von beiden. Und dann, ich kann das benutzen. Auch so, das hilft mir. Wahrscheinlich, das ist auch dann schneller. Die Lernprozess ist schneller, weil ich auch beim Choreografie, auch beim Fotografieren, ich habe viel gelernt. Kurz vor dem Auftritt. Ein wenig Theateratmosphäre in den Sportkabinen, während sich die Zuschauerränge der Arena langsam füllen. Lukas ist auch gekommen. Wo es doch heute Sport und Tanz auf einmal gibt. Alles läuft genauso, wie es soll. Nowitzkis Stück auf Sand getanzt, vor Tennispublikum. Für ihn eine Gelegenheit, die er einfach gerne mitnimmt. Eigentlich so wie jede seiner Choreografien. Ich habe weitergemacht, nicht sicher zu sein, dass ich möchte Choreograf sein, nicht so eine Ambition, so, ja, ich muss jetzt kreativ sein. Das war immer so, ich hatte den Angebot, möchtest du Choreografie machen? Ja, ich versuche es, ja, gut. Es kommt nicht von Ambition, das kommt eigentlich von das Leben, die Situationen. Vielleicht kann seine Karriere als Fotograf ja doch noch etwas in die Quere kommen. Eine Karriere als Choreograf. Ich bin ganz auch offen für neue Sachen. Wir haben ein Leben und warum nicht zu probieren auch. Wasser spielt eine zentrale Rolle in seinem nächsten Experiment. Und es muss richtig temperiert sein. Denn ein Mann hat sich zur Fotosession angekündigt, der von sehr vielen für den bedeutendsten Balletttänzer der Gegenwart gehalten wird. Friedemann Vogel. Friedmann hat mir sehr geholfen, viel, weil er war immer dabei und er war immer flexibel und sehr offen. So, was kommt, kommt und wir sehen ganz spontan. Und vielmal diese spontanen Situationen, die waren die besten. Spontanität und Offenheit braucht Friedemann Vogel heute definitiv. Für ein kleines Bad im Mahlsaal des Theaters. Und Vertrauen in den Fotografen. Natürlich, er ist so Ballettstar. So, ich habe großen Respekt und ich immer denke, ah, das Resultat muss gut sein. Slowly, yeah, like up maybe as you did before. Nein, noch ist Vogels perfekter Körper nicht perfekt ins Bild gesetzt. Keiner der beiden ist recht zufrieden. Ein Hintergrund muss her.
Dann aber entspinnt sich langsam ein Tanz zwischen den beiden. Einer, in dem auch die beiden Professionen Romanowitzkis ineinander aufgehen. Denn seine Fotos sind nichts anderes als Choreografien für einen Augenblick. Friedemann Vogel erhält zahllose Anfragen von Fotografinnen und Fotografen. Zusagen bekommen nur die wenigsten. Und von denen hat niemand das Auge von Roman Nowitzki. Natürlich, er kann mir genau sagen, dein vorderer Fuß ist jetzt nicht in der Linie, sondern der muss jetzt weiter daraus, damit es für uns tänzerisch ein ästhetisches Bild gibt. Ich weiß es, also ich habe schon mit sehr vielen Fotografen gearbeitet, aber die kein tänzerisches Auge haben und für die sind dann Bilder ganz arg toll und wo wir als Tänzer die nie durchlassen würden, weil da irgendwie der Fuß einfach nicht so ist, wie er stehen muss. Und das weiß Roman natürlich sofort. Steigerung geht aber noch. 10 Liter Haarmilch und das Bühnenbassin verwandelt sich optisch in einen Alabasterblock, aus dem sich Vogels Leib von selbst herauszuschälen scheint. Was braucht Roman Nowitzki angesichts dieser Bilder eigentlich noch, um seine Suche nach einer neuen Identität als abgeschlossen zu betrachten? Ich habe über das viel auch nachgedacht, was bin ich eigentlich? Als ich Tänzer noch war und auch Fotograf, ich war so, was bin ich eigentlich? Was ist da? Aber ja. Bin ich Fotograf? Ich bin Fotograf. Ich weiß das. Jetzt mit den Erfahrungen, die Vertrauen und alles, ich bin Fotograf, natürlich. Ja. Ich habe viel hinter mich. Roman Nowitzki hat ein Tänzerleben hinter sich. Sein zweites, das eines Fotografen, hat längst begonnen.